Also ich bin hier, um euch heute ein bisschen was über Gitarrenbau zu erzählen und besonders den Hackers Approach. Also erstmal ein bisschen zu mir und meinem Background. Einer zu viel. Ich bin Student des Bauingenieurwesens, vorher in Aachen, habe mich dann viel in Köln in der Dingfabrik rumgetrieben und bin dann vor einem Jahr ungefähr nach Karlsruhe gezogen und wohne jetzt quasi im FabLab hier. Genau, ich habe mich mal eine Zeit lang mit Architekturfotografie beschäftigt, mit Mikrocontrollern. C64 habe ich irgendwie nie benutzt, aber das war so die erste Architektur, die ich mal verstanden habe und wo ich auch geblickt habe, so wie so ein Rechner eigentlich funktioniert. Und dann hat es mich ein bisschen in die theoretische Informatik getrieben. Wenn ihr mich irgendwie kontaktieren wollt, da könnt ihr mich finden. Und ansonsten meistens auch im FabLab dann. Genau, was wollen wir eigentlich? Also wir wollen eine richtig geile Gitarre bauen. Und nach unserem eigenen Design, also nichts Vorgefertigtes. Es geht hier auch nicht darum, irgendwie die Telecaster von 1960 irgendwie nachzubauen oder so, sondern wir wollen das von Grund auf neu aufziehen und alles selber machen. Also das Einzige, was wir dazu kaufen, sind die Potis. Und momentan überlege ich auch, die Potis noch selber zu bauen, aber das ist jetzt auch ein bisschen, ja, nicht so einfach. Und ganz viel dabei lernen, denn ich habe mich da ins absolute Unwissen gestürzt. Ich habe vorher nie was mit Metall gemacht und dann auf einmal so eine Mechanik selber gefräst. Und das macht auch einfach keinen Sinn, so eine Gitarre zu bauen, wenn man irgendwie Geld sparen will oder Zeit sparen will oder so. Das macht man, um was zu lernen. Und wie macht man das Ganze? Also erstmal braucht man Werkzeug. Und das erste ist eigentlich eine Bandsäge, weil mit so einer Kreissäge kommt man bei irgendwelchen Holzarten einfach nicht mehr weiter. Und auch bei gewissen Dimensionen vom Werkstück. Dann brauchen wir einen Hobel, einfach um die Kanten dann abzurichten und auch um Leimebenen vorzubereiten. Und das mache ich eigentlich immer mit einem Handhobel, das geht schon ganz gut. Also es gibt ja auch noch so ganz tolle Flugzeugträger, diese riesigen automatischen Hobel, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Das geht richtig gut auch von Hand. Zumindest im Gitarrenbau. Die Dinger sind großartig. Das kommt aus dem japanischen Holzbau. Das sind Sägeraspeln, Shinto-Raspeln. Das sind quasi Sägeblätter, die in so eine Wabenstruktur zusammengesetzt sind. Und die haben einen wahnsinnigen Abtrag. Die setzen sich nie zu. Und die sind einfach spitze, um solche Konturen zu machen. Vorher habe ich die Konturen auch schon mal mit Fräse gefräst, mit so einem runden Bit halt. Aber ergonomischer und angenehmer werden die, wenn man es von Hand macht. Muss man sich nur mal rantrauen. Genau, dann müssen wir halt irgendwann irgendwas verleimen. Und das Verleimen, das braucht halt Druck, damit sich das Holz halt nicht wieder auseinanderdrückt, wenn der Leim hart wird. Und dafür brauchen wir Schraubzwingen, und zwar viele. Denn bei so einem Griffbrett, wenn man das verleimt, da will man wirklich, dass die Kraft gleichmäßig verteilt wird. Sonst hat man nachher echt fiese kleine Fugen drin und dann ist das Leben nicht mehr schön. Das ist ein Bild aus der Ovation Factory. Das ist eine Gitarrenbaufirma und die haben ganz viele Technologien aus dem Flugzeugbau auf den Gitarrenbau übertragen. Das ist total spannend. Die haben solche Klemmen, die sind mit Federn versehen, sodass die halt immer einen ganz bestimmten nachvollziehbaren Druck ausüben. Also das ist einfach, dass halt immer derselbe Prozess abgefahren werden kann. Und wenn man größere Flächen hat oder auch vielleicht runde Flächen, dann ist eigentlich das Einzige, was man noch sinnvoll verwenden kann, solche Vakuumbeutel. Und die haben halt auch einen definierten Druck, also von genau einem Bar. Und dieses eine Bar reicht auch aus, um dickere Streifen Holz zu verleimen. Also das ist wirklich gar kein Problem. Ja, eine Fräse, vor allem eine Kopierfräse. Also es ist einfach nur ein Tisch, wo ein Loch drin ist und darunter hängt ein Fräsmotor und da ist ein Bit eingespannt. Und das ist total super, um Holz auf eine Vorlage zuzufräsen. Denn dort oben ist so ein Anlaufring, genau, ein Kugellager ist das im Endeffekt. Und da kann man dann halt das Template einfach auf das Holz draufkleben und da dran führen. Man muss sich keine Gedanken machen, weil, also, ich kenne keinen Menschen, der eine Fräse von Hand gerade führen kann. Das ist einfach, das geht nicht. Genau, CNC-Fräsen sind auch toll. Macht besonders viel Spaß, damit rumzuspielen. Und gerade um solche Vertiefungen für die Pickups zum Beispiel zu fräsen, sind die super hilfreich. Und
Ja, weil, also gratis Linke, das war noch in der Dingfabrik. Das hätte ich mir nicht mehr zugetraut, von Hand zu fräsen, weil der Bass war schon fast fertig und da habe ich einfach mehr Vertrauen in die CNC, dass da nichts schief geht, als wenn ich das irgendwie von Hand mache. Und einfach mal was da haben und weil wir es können, 3D-Drucker für so ein paar Teile und Drehmaschine, die brauchen wir eigentlich nur, wenn wir auch die Mechanik selber machen wollen. Ja, fangen wir mal mit dem Holz an. Holz kann richtig schön sein. Das muss nicht einfach nur so ein Buchebrett sein, was man irgendwie von zu Hause kennt. Das kann halt unten die drei, das sind Wurzelhölzer. Wurzelhölzer haben meistens so eine ganz abgefahrene Maserung. Und das macht sie halt teuer. Und was sie auch teuer macht, ist, dass sie halt einfach schwer zu bekommen sind. Sehen aber richtig, richtig schick aus, tragen allerdings auch wieder nichts. Also die sind wirklich nur Optik. Anforderungen ans Holz. Also, wir können nicht jedes Holz nehmen. Ansonsten könnte man in den Wald gehen, einen Baum fällen und auf die Heizung legen, warm, bis es trocken ist. Habe ich versucht. das geht nicht. Das Problem ist einfach die Restfeuchte. Und das Holz muss ordentlich getrocknet werden. Wir brauchen so ungefähr 5% Restfeuchte im Holz. Und pro 2 cm Dicke an Holz kann man eigentlich sagen, dass es ungefähr ein Jahr braucht, um auf diese Restfeuchte zu kommen. Und mit den Maßen im Gitarrenbau kommen wir dann so auf 3 bis 5 Jahre Trocknungszeit. Das kann man ein bisschen beschleunigen mit Öfen, hat aber große Nachteile. Also das führt zum Beispiel dazu, dass innere Spannungen im Holz entstehen und wenn ich das Holz dann aufspalte, verarbeite, dann fängt auf einmal an, das Holz sich zu verziehen. Also das will man eigentlich gar nicht. Dann sollte es fehlerfrei sein, also keine Astlöcher. Für einen Korpus kann man das vielleicht noch verwenden, weil ein Korpus trägt nicht so viel, das ist nicht so kritisch. Und vielleicht möchte ich das auch für einen Topf verwenden, weil das, was wir eben gesehen haben, die Hölzer, das sind im genau genommen auch alles Fehler, aber halt Fehler, die ganz schick aussehen. Und dann nehmen wir meistens Hartholz. Hartholz ist ein sehr überladener Begriff. Der wurde irgendwann mal vom Zoll definiert, was irgendwie über die also die Rohdichte. Und da mussten andere Steuern drauf gezahlt werden. Und ja, eigentlich heißt Hartholz nur, dass es ein Holz ist mit einer hohen Festigkeit, lange Fasern hat und dichte Jahresringe. Und das hängt nicht mit der Spezies zusammen. Denn ich kann auch ein weiches Holz nehmen, also was normalerweise weiches Holz produziert. Ich bringe das in eine schlechte Umgebung, lasse es dort wachsen und dann kriegt es viel dichtere Jahresringe, längere Fasern und entwickelt eine höhere Festigkeit. Und so kann ich aus einem weichen Holz auch ein Hartholz machen. Ja, und dann brauchen wir ungefähr diese Abmessungen für die verschiedenen Bauteile. Und wenn wir das jetzt alles noch zusammenbringen, dann wird auch irgendwie klar, warum man mal eben so 500 € für Holz ausgibt, um eine Gitarre zu bauen. Das kommt dann halt irgendwie alles zusammen und ja, da wird der Rohstoff echt teuer. Wir haben so einen Baumstamm und so einen Baumstamm, der muss auch irgendwie aufgesägt werden und das nennt sich, im Deutschen nennt sich das Wagenschott. Ich weiß nicht warum. Im Englischen heißt das Quartershorn. Ich finde Quartershorn so ein bisschen bildlicher. Es geht einfach darum, dass wir möglichst viele Bretter haben, wo die Fasern senkrecht stehen. Also die Jahresringe wirklich senkrecht sind und nicht irgendwie schräg. Denn Holz hat in Faserrichtung eine 10-fach höhere Festigkeit wie senkrecht zur Faserrichtung. Und das macht sich auch in den Verformungen bemerkbar. Denn wenn sich die Umgebungsfeuchte ändert und das Holz anfängt zu arbeiten, dann wird es sich eher senkrecht zur Faser verziehen. Und wenn ich jetzt steil stehende Jahresringe habe, dann dehnt sich das Holz nur in eine Richtung aus. Und das kann ich irgendwie noch kompensieren. Da kann ich mir überlegen, wie baue ich dieses Stück Holz ein? Wenn es schräg steht oder so ganz abgefahrene Maserung ist, dann kann ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Dann macht das Holz, was es will. Und manchmal will ich das auch. Unten links sieht man, wenn das wirklich ganz ungünstig gesägt ist quasi, also wirklich alle Jahresringe einmal schneidet, dann kriege ich eine schöne Maserung. Und das nimmt man schon mal gerne fürs Griffbrett. Weil das Griffbrett ist so dünn, das liegt auf dem Hals, der Hals selber ist sehr stabil, das Griffbrett wird sich kaum verziehen. Ja, Mechanik. Da gibt es ganz vieles, ganz Tolles zu kaufen. Möchte ich gar nicht drauf eingehen, denn ich möchte es ja selber bauen. Ja, das ist so ein Design, da habe ich irgendwie 7 Versionen bin ich da durchgegangen, bis ich das dann mal so hatte, dass man es wirklich auch produzieren kann, also wirklich herstellen. Und die Anforderungen sind eigentlich ganz simpel. Wir wollen die Saite irgendwo einspannen und wir wollen die Saite 20 bis 30 mm bewegen. Das reicht schon vollkommen aus, um die zu spannen.
Also ich würde sogar sagen, 15 mm reicht aus, wenn ich vorher so ein bisschen dran ziehe und die dann feststelle. Und bei dem Design habe ich mich für ein Headless-Design entschieden. Komme ich auch später noch mal zu, warum das Sinn macht beim Kopf dann. Das ist jetzt die Mechanik, die dort unten verbaut ist. Und genau, die habe ich dann ausgefräst. Also es sind einfach nur zwei Taschen, einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite. Und die treffen sich dann in der Mitte. Und dort kommt dann so ein kleiner Wagen an, wo die Seite eingespannt wird. Genau. Und das ist G-Code, der die Fräse steuert. Und der ist von Hand geschrieben, denn es ist ja Hackers Approach. Und parametrisch, also wenn sich irgendwie das, wenn wir mal ein anderes Bit verwenden wollen oder die Abmessungen sich ändern, brauche ich oben nur noch eine Variable ändern. Ja, dann brauchen wir halt irgendwie Knöpfe, wo man dran drehen kann, damit die Seite gespannt wird. Die habe ich auf der Drehmaschine im FabLab gefräst. Und das ist eigentlich ziemlich straightforward. Ich wollte vorher noch so eine schöne Verrundung oben dran machen und habe dann gemerkt, an so einer manuellen Drehmaschine, in so einer Verrundung, das wird ganz schön schwer und habe mich dann doch für eine Phase entschieden. Ganz spontan. Und so sieht das ganze Ding dann irgendwann fertig aus. Also wir haben hinten diesen Knopf, dann kommt ein Gewindestab, dann kommt dieser Reiter oder Sattel, wo die Seite halt drin liegt, und dann kommt der Teil, wo die Seite drauf aufliegt, und das Ganze kommt dann eben in diesen Container rein. Und wenn ich jetzt an dem Knopf drehe, da ist ein Gewinde drin, dann dreht sich diese Gewindestange in den Knopf rein und zieht die Seite auf Spannung. Ein ganz simples Design. So sieht es dann ungefähr aus, wenn es montiert ist. Mit einem schönen Wurzelholz. Und dann vorher nochmal getestet, also einfach aufgespannt, mal auf ein E gestimmt auf der tiefsten Seite, weil die am schwersten zu stimmen ist. Und dann habe ich festgestellt, so ein 9 mm Knopf mit einem M3, da braucht man echt ganz schön viel Kraft und man muss gut zupacken, damit man das gestimmt bekommt. Und dann bin ich nochmal an die Drehmaschine und habe mit so einer Rändelzange nochmal ein Profil in die Knöpfe eingefräst. Und eigentlich eingedrückt ist es. Und jetzt lässt es sich schon wesentlich besser packen und stimmen, aber ich würde sagen, also ich denke, ich gehe noch hin und mache in der nächsten Version jetzt noch einen Schlitz rein, oben, dass man einfach eine Münze reinstecken kann, um die Seite zu spannen. Also ich habe ganz viele Bemerkungen gekriegt von wegen, ja, es gibt da Stimmschlüssel für Pianos und weiß ich nicht, und aber eine Münze hat man halt immer dabei, das ist eigentlich ziemlich praktisch. Genau, dann kommt der Counterpart, das ist halt das Kopfstück. Und das Kopfstück hat halt bei einem Headless-Bass eigentlich nur die, oder auch einer Headless-Gitarre, nur die Aufgabe, die Saiten festzuhalten, also einzuspannen. Und dementsprechend sind da einfach nur ein paar Stellschrauben drin, die dann eben die Saite halten. Natürlich auch wieder schön von Hand geschrieben. Und auch mit einem Parameter N, also falls da irgendwie mal ein 7-Saiter draus werden sollte. Ja. Damit haben wir die Mechanik fertig. Jetzt müssen wir die Mechanik noch irgendwo festmachen. Und dann kommen wir zum Hals. Ja, der Hals, da gibt es eigentlich so was sich mittlerweile richtig durchgesetzt hat, was richtig viele machen, sind solche Laminate. Und das hat einfach erstmal einen ästhetischen Grund. Es sieht ganz schick aus. Es hat aber auch einen konstruktiven Grund. Denn wenn ich jetzt ein Holz habe und die Maserung läuft jetzt nicht perfekt gerade und die wird nie wirklich perfekt gerade laufen. Also man findet da vielleicht manchmal Sachen, die sind schon echt top, aber meistens nicht. Dann sägt es einfach in der Mitte durch und setzt es so aneinander, dass die sich kontern. Das heißt, wenn das Holz sich jetzt in diese Richtung verformen will, dann will sich das andere in diese Richtung verformen und zusammen löschen sich diese Verformungen auf. Das ist die Theorie dahinter. Und je mehr Laminate ich nehme, desto fester wird der Hals. Und das kann ich dann irgendwann so weit treiben, dass ich wirklich nur noch fast Furnierstreifen habe. Und da habe ich dann auch den Effekt, dass Fehler im Holz keine Rolle mehr spielen, weil der Streifen, der daneben liegt, der hat den Fehler sehr wahrscheinlich nicht. Und so kriege ich einen Hals, der wirklich richtig gut trägt. Ja, in dem Hals ist dann meistens so ein Truss Rod, heißen die im Englischen. Ich glaube im Deutschen einfach nur Halsstab drin. Und die moderne Konstruktion sind eigentlich so zwei Stäbe, die haben dann Gewinde da dran. Und wenn man jetzt an dieser Schraube dort dreht, dann verzieht sich der Stab. Also das heißt, die verschieben sich zueinander und der will sich durchbiegen. Und diese Konstruktion heißt Double Action, weil er sich halt in zwei Richtungen verschieben kann. Und theoretisch könnte ich einen Hals so bauen, dass er perfekt ist, dass ich so einen Stab gar nicht brauche. Aber Holz arbeitet
Und nicht jeder möchte dieselbe Durchbiegung. Heißt, das ist so ein Gefühlsding. Und da geht es wirklich auf die Zehntel Millimeter, Hundertstel Millimeter, was man einfach haptisch fühlt, was so das Spielgefühl ausmacht. Und da möchte ich einfach eine Stellschraube haben. Da möchte ich nachregeln können, so dass es mir gefällt. Und deswegen macht es einfach Sinn, so einen Stab einzubauen. Und so einen perfekt geraden Hals will man auch deswegen schon nicht haben, weil wenn so eine Seite schwingt, dann ist die Auslenkung in der Mitte der Seite natürlich viel größer als an den Enden. Und dadurch will ich eigentlich schon so einen leicht gebogenen Hals haben, einfach damit ich die Seite noch näher aufs Griffbrett runterbringen kann, um das so ein bisschen zu kompensieren. So hat man es früher gemacht. Den kann man nur in eine Richtung anpassen. Funktioniert auch ganz gut. Problematisch ist dabei halt, man muss so eine Fräsung machen in dieser Form dieser Durchbiegung. Das ist relativ schwer. Also wenn man einen laminierten Hals macht und man macht einfach das mittlere Laminat und macht da diese Biegung rein, dann geht es vielleicht noch. Aber es ist komplizierter und es gibt einem weniger Möglichkeiten. Also warum sollte man das machen, es sei denn, man will jetzt wirklich irgendwie die Original-Telecaster nachbauen. Ja, und dann machen viele, das sieht man immer häufiger, so Carbonstäbe rein, Carbonstäbe. So ein Halsstab und die Carbonstäbe nehmen gar nicht die Kraft der Saiten auf. Das macht alles eigentlich das Holz. Die Carbonstäbe sind einfach nur da, um den Hals steifer zu machen. Und das macht man viel in Reisegitarren. Denn Reisegitarren haben, also wenn ich weiß, da geht jemand auf eine Welttournee, dann würde ich sowas nehmen. Weil dann weiß ich schon, okay, die Feuchtigkeitsverhältnisse, die Temperaturverhältnisse, das ändert sich alles extrem und das Holz wird extrem arbeiten. Und da kann so ein Carbonstab einfach nochmal richtig gut gegen kontern, der macht den Hals einfach richtig steif. Man muss die nicht so viel nachstimmen, die Gitarre, man muss nicht so viel am Halsstab drehen. Oder wenn ich irgendwie einen 8-Seiter-Bass oder eine 10-Seiter-Gitarre habe oder sowas, dann habe ich auch eine sehr ungleichmäßig verteilte Spannung über die Saiten verteilt. Komme ich nachher nochmal zu. Und dann macht das vielleicht auch Sinn, einfach damit sich der Hals sich nicht verdreht. Genau. Ja, dann kommen wir zum Detailanschluss des Kopfes. Da gibt es eigentlich so 3, 4 Standardvarianten. Die erste ist, wir nehmen halt eben einfach ein Stück Holz und lassen den Kopf gerade hinten rausgucken. Ist ganz schön zu konstruieren, weil man hat immer 2 Ebenen, oben unterm Griffbrett und unten, an denen man sich orientieren kann beim Bauen. Und es hat auch den Vorteil, dass halt in Faserrichtung Biegespannungen entstehen, also Zugspannungen aus der Biegespannung. Und in Faserrichtung ist Holz stark. In Faserrichtung kann es diese Kräfte aufnehmen. Hat nur den Nachteil, dass halt jede Seite einen anderen Winkel hat. Und das will man eigentlich nicht. Denn je steiler der Winkel, desto größer die Kraft nach unten, desto weniger schwingt die Seite hinten, desto weniger wird sie sich bewegen und desto stimmstabiler ist sie einfach. Das ist dann meistens eine Lösung dafür. Das funktioniert auch ganz gut, habe ich auch schon mal gebaut. Genau. Die andere Lösung dafür wäre halt einfach, den Hals schräg zu machen, auch wieder aus einem Stück. Ja, und dann haben wir halt das Problem, dass jetzt Zugspannungen fast senkrecht zur Faserrichtung entstehen. Und dadurch entsteht dort einfach ein Schwachpunkt. Also allein durch die Seitenspannung wird der Hals nicht reißen. Das wird er aufnehmen können, das ist kein Problem. Aber sobald da ein Schlag drauf kommt oder ein Stoß, passiert das hier. Und das ist so eine typische Krankheit von Gibson-Gitarren, weil die nämlich genau so ihre Hälse gebaut haben. Und das sieht man dann häufiger schon mal, wenn man irgendwie sich so Gitarrenreparaturen anguckt. Das ist so eine typische Gibson-Krankheit. Um das Ganze zu stabilisieren, macht man häufig sowas, dass man einfach ein Stück raussägt, das wieder dranleimt, schräg. Und dann habe ich wieder Biegespannung in Faserrichtung im Kopf selber. Und die Zugspannungen oder Scherspannungen, die dann in der Leimfuge sind, dort, wo das halt verleimt ist, das kann der Leim problemlos aufnehmen. Im Zweifel hat der Leim eine höhere Festigkeit als das Holz. Problem ist halt, es entsteht so eine Sichtkante. Die kann man auch noch ganz schön gestalten. Also da unten rechts ist zum Beispiel ein Furnier noch eingeleimt. Das kann dann auch ganz schick aussehen. Und herzustellen, das ist eigentlich auch ganz einfach. Man braucht natürlich 2 Ebenen, die zueinander passen. Einfach Hölzer übereinander legen mit dem Hobel drüber. So ein Standard Nummer 4 Hobel tut's da. Oder man ist total paranoid und macht solche Schwalbenschwanzverbindungen. Also das Ding ist echt eine coole Konstruktion und es hat irgendein Texaner im Telecaster Forum gepostet. Das ist, ja, total abgefahren. Ein bisschen Overkill wahrscheinlich. Und so die eigentlich
offensichtlichste Variante, dieses Problem zu lösen, ist, wir lassen einfach Material stehen an der Stelle, wo die Schwachstelle ist. Und dann entsteht so eine Volute. Und die kann man auch ganz schick gestalten. Also da oben ist noch eine, bevor sie halt schön an die Kontur angepasst wurde, und unten ist eine asymmetrische Volute mit Furnierstreifen drin. Also das Ding finde ich einfach nur geil. Das hat so eine ganz eigene Ästhetik. Oder wir machen es einfach headless. Und bei einem Headless-Design entstehen diese komplette Problematik einfach gar nicht. Weil ich habe einfach nur dieses kleine Stück Metall oben, was die Seiten hält, was dort drankommt. Und die ganze Stimmmechanik verlege ich nach unten, wo diese ganze Problematik einfach gar nicht entsteht. Also ein viel eleganteres Design. Ja, das Haptic User Interface. Das Griffbrett. Das sind Buntstreifen. Ich habe noch nie Bünde verbaut, aber das macht man dann ungefähr so. Also diese Bünde, die haben unten so kleine Widerhaken. Und man kann sich die Positionen, wo die hinkommen, einfach relativ einfach ausrechnen. Gibt es auch ganz viele Rechner im Netz für. Und dann muss man halt nur noch gucken, dass man möglichst gerade Schnitte dorthin kriegt. Dafür gibt es meistens solche Vorrichtungen, oder man macht es von Hand mit einer Säge, wo einfach eine Begrenzung ist, dass man auf eine bestimmte Tiefe kommt. Und diese Bünde werden dann halt eingeschlagen oder eingepresst, da spalten sich auch die Geister. Es gibt auch eine Parker-Gitars, war das, glaube ich, die haben ohne Widerhaken und ohne diesen Zapfen unten dran, die einfach oben drauf geklebt, und die Kinderkrankheit dort ist eben, dass man auf einmal auf der Bühne die Bünde verliert. Weil irgendwann gibt der Leim nach, der Kleber. Das, ja. Oder sowas. Das ist eine Bond Electroglide. Sowas will ich auch unbedingt mal bauen. Da ist es einfach in eine Form vom Griffbrett integriert. Also es ist so ein Zwischending zwischen bundiert und fretless. Ja, ganz spannend. Soll wohl auch total abgefahren zu spielen sein. Fühlt sich an wie ein fretless, aber irgendwie trifft man dann doch garantiert immer die Töne, weil eben diese Kammstruktur da drin ist. Multiscale. Bis jetzt waren die Bünde immer gerade und parallel. Was passiert denn, wenn ich die Seiten unterschiedlich lang mache? Naja, dann kriege ich irgendwo so ein Zentrum und dann so ein Fächer. Und der Sinn dahinter ist eigentlich, die Stimmung bleibt gleich bei der Gitarre, da ändert sich nichts. Und auch wo die Töne liegen, es ändert sich im Endeffekt nicht. Also das ist keine andere Stimmung. Aber eine lange Saite braucht mehr Kraft, um auf denselben Ton zu kommen wie eine kurze Saite. Und wenn ich so eine 8-Seiter-Gitarre habe, dann habe ich schon mal bei den tiefen Saiten das Problem, dass die so kurz sind, dass um auf den richtigen Ton zu kommen, werden die ganz flapsig, die lassen sich gar nicht richtig spielen. Und die Lösung ist halt, ich mache einfach die obere Saite länger, brauche dadurch mehr Kraft, um die zu spannen, also habe mehr Spannung auf der Saite, und dadurch lässt sie sich wieder super spielen mit dem gleichen Ton. Und der nächste Effekt ist halt auch, dass ich eine gleichmäßig verteilte Spannung über den Hals verteilt habe, weil fast jede, wenn ich das richtig winkel, jede Seite dieselbe Spannkraft hat. Und es ist wohl sehr ergonomisch. Also gerade für Barré-Griffe ist es sehr angenehm zu spielen. Bei anderen Akkordgriffen ist es wieder eine andere Sache. Da macht es dann auch irgendwann mal Probleme. Ja, warum da aufhören? Also das war bis jetzt immer die ausgeglichene Stimmung, heißt es, glaube ich. Da hört es bei mir mit der Musiktheorie auch langsam auf. Aber das ist im Endeffekt ein Kompromiss, weil nicht in jeder Tonart liegen die Töne an derselben Stelle. Und wenn ich dafür korrigiere, dann bekomme ich so ganz seltsame Positionen für die Bünde oder auch mikrotonale Geschichten, wo dann einfach nochmal Töne dazwischen liegen. Und ja, ganz spannende Sache. Und das unten rechts in der Mitte, also das ist eine Dulcimer, das ist ein mittelalterliches Instrument, glaube ich, und die sind halt wirklich nur für eine Tonart ausgelegt. Also die haben Bünde nur an der Stelle, wo in dieser Tonart, wo die für konzipiert wurden, auch die Töne liegen. Oder halt fretless. Da bin ich eigentlich ziemlich der Fan von. Finde ich ziemlich elegant. Macht bei einer Gitarre nicht ganz so viel Sinn. Ich baue hauptsächlich Bässe. Bei einem Bass macht es mehr Sinn. Und da habe ich halt die komplette Freiheit. Also ob das jetzt, was für eine Stimmung wir jetzt gerade sind, ob das jetzt mit einem Klavier spiele oder mit einer Sängerin zusammen. Die Sängerin ist ja auch vollkommen frei, wo sie die Töne trifft.
kann ich dann einfach mit dem Ohr korrigieren und dann einfach mit dem Finger ein bisschen gegenwirken. Was dann vielleicht noch Sinn macht, ist Streifen, Furnierstreifen reinzumachen, wo eigentlich die Bünde wären, dass man so einen leichten visuellen Anhaltspunkt hat, wo die Töne liegen würden. Genau. Zum Griffbrett selber. Die meisten Griffbretter haben einen Radius dran. Das ist einfach eine, dient zur Ergonomik. Und ich habe mal meinen ersten Bass, den ich gebaut habe, der hatte ein komplett gerades Griffbrett und es ist total seltsam zu spielen. Von vielen habe ich gehört, dass je größer der Radius ist, also je flacher das Griffbrett ist, desto angenehmer ist es zu spielen. Ist sicherlich eine Sache, wo man, also das ist was Persönliches, was einem da besser gefällt. Das Problem ist, diesen Radius dort reinzukriegen. Denn auch hier kommt es wieder so auf Zehntel Millimeter an, weil das spürt man sofort und das hört man auch. Weil wenn das Griffbrett an einer Stelle tiefer ist, dann fängt irgendwo die Seite an zu schnarren. Und das ist ganz eklig. Und was man dann nimmt, ist einfach ein Schleifblock, der diesen Radius schon drin hat, klebt dort das Schleifpapier drauf und bewegt den wirklich parallel zum Hals immer hin und her, sodass man einfach sicherstellen kann, dass an jeder Stelle über das Griffbrett gleich viel Material abgetragen wird. Dann kommt das Gleiche nochmal von hinten. Also der Hals soll ja auch von hinten nicht einfach eckig sein, sondern auch eine schöne runde Kontur haben, dass man den schön packen kann. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele Ansätze, also auch relativ eckige und welche, die noch richtig viel Holz stehen lassen. Das ist auch wieder so eine Frage. Also einmal, was für Musik man spielt und was einem einfach gefällt. Ist vielleicht ein bisschen scary, wenn man sich das erste Mal das anguckt und dann irgendwie mit so einer Raspel an seine Gitarre da dran geht. Aber da muss man sich einfach mal rantrauen. Also viel kann man da gar nicht verkehrt machen, wenn man das Profil oben und das Profil unten macht und es dann Stück für Stück verbindet. Also ich habe mir da meistens dann noch Linien gezeichnet und dann erstmal so ein eckiges Profil gemacht und das nachher ausgerundet. Ja, damit ist der Hals fertig. Jetzt muss der Hals noch irgendwo dran. Und dann kommen wir zum Korpus. Ja, spannendes Teil. Ja, die Verbindung, das ist so eine Sache. Also entweder man verschraubt und das andere Extrem ist, wir lassen den Hals einfach durchgehen und machen nur so zwei Flügel an die Seiten. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Also so ein verschraubter Hals, der hat mehr Höhen. Das liegt einfach daran, dass ich dort wahrscheinlich zwei verschiedene Holzarten habe und ich habe dort eine Fuge, wo die Schwingungen übertragen werden und das nimmt einfach Tiefen raus und dadurch kriege ich mehr Präsenz. Bei einem durchgehenden Hals habe ich mehr Tiefen, ich habe aber auch mehr Sustain. Und da so ein bisschen stellt sich die Frage, was ich eigentlich für ein Instrument bauen möchte, was möchte ich eigentlich haben? Und ich baue eigentlich gerne mit durchgehendem Hals, einfach weil ich diesen Sustain, den nehme ich mir als Reserve, denn den werde ich an einer anderen Stelle wieder zerstören. Da komme ich nachher bei den Pickups dazu. Den nutze ich dann nämlich, um einen bestimmten Klang zu erzeugen. Und andererseits kann ich natürlich dann auch Zwischenmodelle machen. Also es gibt auch welche, die mit so Zapfen verbunden werden. Und da kann ich dann Trade-offs einbauen. Also wie viel Sustain möchte ich eigentlich haben? Und da kann man so ein bisschen Klangformung einfach betreiben. Bei einer Gitarre macht das auch noch viel mehr Sinn als bei einem Bass. Ja. Dann gibt es so ein paar Arten, so einen Korpus zu konstruieren. Also das Simpelste ist ja sicherlich einfach solide. Das heißt, ich nehme ein Stück Holz und fräse da einfach die ganzen Aussparungen rein und befestige dann den Hals da dran. Oder eben das Gleiche mit durchgehendem Hals und dann mache ich einfach so zwei Flügel an die Seiten dran. Ist ganz schön, weil ich habe viel Material. Ich kriege viel Material, was schwingen kann. Also ich kriege dadurch auch wieder Sustain rein. Das Problem ist aber, es wird schwer. Und dann macht man meistens sowas. Löcher. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht mehr solid machen, weil dann habe ich ja Löcher in der Gitarre, das ist irgendwie blöd. Also ich muss da dann entweder in Schichten machen oder ich mache das von oben und mache mir dann nochmal ein schönes Wurzelholz-Top oben drauf, um einfach diese Löcher zu verstecken. Und das nächste Problem ist, das macht schon echt Sinn, dass er diese Löcher dort so verteilt hat, denn je nachdem, was für eine Form die Löcher haben, kriege ich dort stehende Töne drin, stehende Wellen. Und dann habe ich gewisse Bereiche, wo ich spiele, wo ein anderer Sustain ist oder wo schon fast Feedback entstehen kann. Und das ist so eine Problematik. Wenn ich das enforciere, also wirklich damit arbeiten will, dann kommen wir in Akustikbau, also Akustikgitarren. Und
das ist so ein Ding dazwischen. Also da sind ganz viele Elemente aus dem Akustikgitarrenbau. Das Einzige, was das Ding noch unterscheidet von der Akustikgitarre, ist sicherlich dieser große Holzblock, wo die Pickups drankommen und die Mechanik, der in der Mitte läuft, und der Hals. Und die Saiten und die Rücken sind vielleicht noch mal ein bisschen dicker als bei einer richtigen Akustikgitarre. Aber hier schwingt das Holz schon mit. Also hier macht es dann auch einen Unterschied, wie dick ich das Holz mache, weil dann sich die Schwingeigenschaften verändern und den Ton mitformen. Und so solche Gitarren, also wenn ich eine Gitarre bauen will, die wirklich Feedback erzeugt, was auch ein Effekt sein kann, den ich haben möchte, dann würde ich so bauen. Ja, gehen wir mal davon aus, wir haben ein Design. Also zum Beispiel irgendwie in SketchUp oder so, oder SketchUp in Inkscape mit Bezier-Kurven erstellt. Und also sowas mache ich auch immer erst am CAD, weil da sitze ich ein paar Tage dran, bis mir wirklich alle Ecken gefallen, und dann irgendwie mal wieder zur Seite legen und mal wieder rannehmen und mal gucken, ah, okay, da kann ich noch ein bisschen schieben und da kann ich noch ein bisschen editieren. Und wenn wir das dann haben, dann müssen wir das ja irgendwie ans Holz bringen. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und irgendwie ausdrucken und schleifen, und wir haben einen Laser. Und genau, das ist dann eine Sache, was uns irgendwie eine Woche Arbeit ist, bis irgendwie die ganzen Konturen, die Formen passen. Das kann ich in 5 Minuten am Laser einfach mal ausschneiden. Und dann habe ich meine Templates. Also ich war sehr froh, als der Laser-Sauer dann fertig war. genau, dann geht man hin, verleihen. Also das ist jetzt ein Walnusswurzelholz mit einem Bubinga-Body, also ein durchgehender Hals. Das sind jetzt einfach die beiden Flügel, die an den Hals drankommen. Verleimt, schon mal so grob an der Bandsäge zugesägt, und dann kommen einfach die Templates da drauf, und entweder an der Fräse, ich habe es dann doch an einem Schleifer gemacht, also an einem Trommelschleifer, einfach weil dieses Bubinga so extrem hart war. Das hat irgendwie mehr Eigenschaften von Metall als von Holz. Das ist total ekliges Zeug. Und das hat mir die Fräse immer nacheinander entgegengespuckt, und dann hat sie da Stücke rausgeschlagen, und eigentlich müsste man da mit Metallverarbeitungswerkzeugen rangehen. Die hatte ich nicht, und dann habe ich es geschliffen, und mit dem Schleifen ging es dann auch ganz gut. Genau. Ja, und bei all dem ganzen Spaß müssen wir auch immer bedenken, da muss eine Elektronik rein. Also ich habe meistens das Gewichtsproblem dadurch umgangen, dass ich einfach sehr flache Bodies gebaut habe. Also bei der Gitarre, die ist nur 22 mm dick. Und 1 mm weniger und die Potis hätten nicht mehr reingepasst. Und ich habe auch echt Glück, dass das auf dem Poti drauf alles Ground Connections sind. Sonst, also wäre das keine Erdung, hätte ich da auch wieder Probleme gekriegt, das irgendwie abzuschirmen, dann noch Kleber drauf, und dann kommt die Platte wieder hoch. Und ja, das sind so Sachen, da sollte man sich am besten vorher Gedanken drüber machen. Genau, dann haben wir den Body fertig. Dann kommen wir zur Elektronik. Ja, das Ding ist irgendwie, also die meisten Gitarren sehen nicht so aus von innen. Das wäre schön. Das ist eine Moog-Gitarre, da ist ein komplettes Synthesizer-Board drauf, und das Ding liefert auch MIDI und so, und das haben sie alles in analog gelöst, das ist ziemlich abgefahren. Meistens machen wir eher sowas. Also entweder aktiv links oder passiv rechts. Bei einer passiven ist es total simpel. Das ist einfach nur ein Poti und ein Kondensator. Das ist ein Tiefpassfilter und also eine Höhenblende. Das ist dieser Tone-Knob an den Gitarren. Also eine total simple Schaltung. Und damit kann ich einfach nur regeln, wie viele Höhen ich denn vom Klang haben möchte. Links bei einer aktiven Elektronik, da hängt ein Operationsverstärker mit drin. Und ein bisschen kompliziertere Filter. Die sind auch noch nicht so kompliziert, aber das Ding ist, ich brauche eine Batterie irgendwo. Aber ich kann an Frequenzen auch boosten. Denn bei passiv kann ich nur wegnehmen, nur cutten. Und bei aktiv kann ich noch Sachen hinzufügen, verstärken. Und ein Riesenvorteil ist auch, das entkoppelt den Schaltkreis vom Verstärker. Also das heißt, ich gehe dort niederohmig raus und das Kabel ist nicht mehr Teil meines Klangkreises. Ja, bei passiv ändert sich der Klang mit einem anderen Kabel. Und es hat auch einfach grundlegend andere Klangeigenschaften. Also da ist auch wieder so, was man denn eigentlich haben möchte, muss man sich da überlegen. Ja, Abschirmung. Abschirmung macht Sinn, wird man schnell merken. Und dafür nimmt man am meisten einfach Kupferlack.
halt irgendwas gut Leitendes oder so Kupferfolie mit Klebestreifen hinten schon drauf. Und man sollte auf jeden Fall nicht vergessen, das dann auch zu erden. Denn ansonsten, das macht zwar auch was dann, aber wesentlich weniger, als wenn es geerdet ist. Ja, dann sind wir schon bei Pickups. Die eigentliche Klangerzeugung bei so einer elektrischen Gitarre entsteht ja in den Pickups. Und die machen auch am meisten Einfluss auf den Sound. Und ja, wie funktioniert eigentlich so ein Pickup? Also, ich habe dort Magnete. Und da sind zwar jetzt 6 drin, aber die wirken quasi wie ein Magnetkern in der Mitte. Also die zentrieren vielleicht nochmal das Magnetfeld so ein bisschen in der Form über den Seiten. Aber im Endeffekt kann dieses Pickup nicht unterscheiden, welche Seite angeschlagen wurde. Selbst wenn ich da einzelne Spulen um jedes einzelne Magnet drum machen würde, hätte ich immer noch so viel Übertragung zwischen den Spulen und den Magneten. Also das effektiv kann ich da nicht unterscheiden. Und genau, dann habe ich ein statisches Magnetfeld und habe da drum eine Spule und jetzt induziert diese Magnete induzieren halt wieder Spannung in die Saiten und dadurch entsteht ein Magnetfeld um die Saiten rum und die induzieren dann, wenn sie schwingen, Strom in die Spule, also eine Wechselspannung und die verstärke ich dann nachher direkt. Also bei einer aktiven Elektronik geht es dann nochmal durch Op-Amps und weiß ich nicht, aber im Endeffekt geht es auch an den Verstärker, das wird verstärkt und wenn ihr dazu noch genauere Fragen habt, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich habe nicht so den großen Plan von Elektrotechnik. Aber da vorne sitzt jemand, der erzählt gleich noch mal was zu DSPs. Der hat es auch schon mal versucht, mir zu erklären. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. So mit A- und B-Feldern oder E-Feldern. Oder? Naja, B und E. Ja, genau. Aber das sind auch so, was man da sieht, die 2 großen Stellschrauben, wo ich am Klang arbeiten kann. Also einmal der Draht, also was für Draht nehme ich, wie dick ist der Draht, wie viele Wicklungen packe ich da drauf vor allem und wie stark sind die Magnete. Ja, das sind nochmal andere Abnehmermöglichkeiten. Also ich muss es nicht magnetisch machen, ich kann es auch optisch machen. Das ist sehr abgefahren. Da brauche ich auch viel mehr Elektronik für. Der Vorteil ist, ich kann halt die Seiten unterscheiden. Ich habe keinen Crosstalk. Also ich weiß genau, das Problem ist halt, wenn ich einen Akkord spiele und ich nehme alle Seiten gleichzeitig ab, dann ist es relativ schwer rauszufinden, welche Seite welche Note gespielt hat, wo liegen die Obertöne. Und wenn ich sowas in MIDI-Signale zum Beispiel verwandeln will, dann kriege ich Latenz rein, die ich nicht haben will. Und da machen so optische Pickup-Systeme einfach sehr viel Sinn. Aber da muss ich auch Nachbearbeitung vom Signal mit reinpacken. Das kann ich nicht einfach so direkt verstärken. Und rechts sind nochmal Piezo-Tonabnehmer. Die nehmen halt die Schwingungen am Holz auf. Nicht an der Seite. Die gibt's auch nochmal so, dass sie in den Satteln, wo die Saiten aufliegen, eingebaut sind. Dann nehmen die wirklich schon fast direkt die Schwingungen der Saiten auf. Aber das Spannende an denen ist eigentlich, die kann ich überall an der Gitarre platzieren. Also die kann ich in den Hals reinsetzen und die nehmen die Schwingungen auf, dort an der Stelle, wo sie sitzen. Und da brauche ich kaum noch Elektronik. Die kann ich direkt an den Verstärker anschließen. Da brauche ich nichts mehr dazwischen. Die haben nur einen etwas geringeren Output als so ein magnetisches Pickup. Deswegen macht man da meistens noch, wenn man die verbindet, eine Verstärkung mit rein. Und also irgendwie hat sich, also irgendeiner hat mal einen Test gemacht und so ein Piezo-Pickup überall verteilt und dann Soundsamples gemacht und es hat sich herausgestellt, dass bei einem Bass so am Drittelpunkt vom Hals so ein Sweet Spot ist. Und da ein magnetisches Pickup hinzupacken, es wäre halt echt schwer. Und mit so einem Piezo ist das gar kein Problem. Also sehr spannende Möglichkeiten damit. Bleiben wir mal wieder bei den magnetischen, bei den etwas konventionelleren. Da gibt es eigentlich 3 Bauformen. Also einmal Single Coil, ich habe ein Magnet, eine Spule, ab dafür. Dann kann ich das Ganze verbinden. Also ich habe eine Spule, die dreht links rum, eine, die ist rechts rum gewickelt und ich pull die Magneten zueinander um und dann bekomme ich so einen Brummlöschungseffekt, also so einen Humbucker, Hum Cancelling. Und das führt einfach dazu, dass so das typische 50 Hertz Brummen rausgefiltert wird. Die haben auch den Effekt, dass sie ein bisschen mittenbetonter sind. Also die haben einfach auch nochmal einen etwas anderen Klang. Und dann gibt's noch aktive. Und die aktiven sind eigentlich auch ähnlich wie die Single Coils, nur haben wir da einfach weniger Windungen auf dem Pickup drauf und dafür dann halt eine Verstärkung. Joa.
was ist so noch Teil an einem Pickup? Also irgendwo müssen die Magnete gehalten werden, irgendwo müssen die Spulen gehalten werden. Und ja, 3D-Drucken, ich meine, es bietet sich an. Ich glaube, standardmäßig werden die aus irgendeiner Pappe gemacht. Vollkommener Schwachsinn, warum nicht ABS? Kann man wunderbar drucken. Genau. Und dann wickeln. Also ich habe mich entschieden, da kommen wir wieder zu dem Sustain, sehr starke Magneten zu verwenden. Denn starke Magneten bringen mir sehr viele Höhen. Und die klauen mir aber Sustain, weil der Magnet zieht ja an der Seite und bremst die Schwingung wieder aus. Und deswegen die Konstruktion mit dem durchgehenden Hals. Also da verschwende ich wieder den Sustain, den ich vorher gewonnen habe. Aber bekomme dadurch gerade beim Bass einen sehr interessanten Klang mit sehr, sehr vielen Höhen. Und jetzt muss ich ja irgendwie die Tiefen auch noch abbilden. Ich will ja einen Bass bauen. Und mehr Tiefen bekomme ich, indem ich mehr Windungen mache. Und auf dieser Spule sind jetzt 1,5 Kilometer Kupferdraht. Und dieser Kupferdraht hat einen Durchmesser von einem 20. Millimeter. Denn ansonsten kriege ich diesen ganzen Draht nicht auf diese Spule drauf. Und der ist auch noch isoliert, also da ist auch noch Lack drum. Und ja, das macht echt Spaß, sowas zu wickeln, denn so ein Spulenwickelgerät zerreißt diesen Draht einfach. Also da bräuchte man irgendwie nochmal 6 Umlenkungen oder so. Habe ich erst gar nicht mit rum experimentiert. Ich habe mir einfach eine gute Serie rausgesucht und habe dann eine Weile so da gesessen. Das Problem ist auch, wenn man irgendwie das Pickup in die Hand nimmt und dann mit dem Draht wickelt, der reißt auch sofort. Der ist dünner als ein Haar. Was ganz gut funktioniert hat, was meine Lösung war, ich habe ein Stück laminiertes Papier genommen, das Pickup draufgelegt, die Spule, die kommen auf so ein Döschen und dann einfach den Finger durch und drumherum gedreht. Und wenn zu viel Spannung auf dem Kupferdraht war, dann hat sie einfach das Pickup angefangen mitzudrehen. Also ich habe die Reibung einfach als Notaus quasi genutzt. Und das hat super funktioniert, bis auf einmal. Man wickelt es dann, man muss halt darauf vertrauen, dass es irgendwie alles passt und dann misst man einmal durch und keine Kontinuität. Also wieder das ganze Kupfer runterreißen. Ja, und das wird auf jeden Fall passieren, wenn man sich darauf einlässt, sowas selber zu machen. Also ich habe, glaube ich, jetzt 5 gewickelt und davon, na, 6 gewickelt und davon ist eine kaputt gegangen. Das ist verdammt gut. Also ich habe echt Schwein gehabt. Genau, und dann wird das Ganze an ein Kabel gelötet. Genau, ist eigentlich relativ einfach. Also man sollte nur darauf achten, dass man diesen Lack vorher ein bisschen anschmelzt, dass da halt auch ein ordentlicher Kontakt entsteht. Und dass man sich genug Draht übrig lässt, um da noch ein Kabel dran zu löten. Wir hatten da mal jemanden, der kam ins FabLab und hatte das Problem, dass sich der Draht an so einer Spule gelöst hat und dann hatten wir noch so 5 mm Draht übrig und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich da ein Kabel dran hatte. Das ist der Horror. Und mir sind die auch schon mal abgerissen und dann natürlich bei der ersten Windung, nicht bei der letzten. Weil die letzte kann ich noch mal abwickeln, dann habe ich wieder mehr. Bei der ersten, die ganz innen liegt, da habe ich verloren. Also das gibt dann schon mal ein paar spannende Momente. Ah ja, und was ich nicht bedacht hatte, ist, wenn ABS bei 220 Grad schmilzt und ich bei 350 Grad löte, wird es echt schwer, Draht an ABS festzulöten. Deswegen sind da so ein paar Schmelzspuren dran. Und ich habe mich dann entschieden, einfach das Kabel umzubiegen und an die Spule festzukleben, einfach, dass ich da so eine Entlastung habe. Und so mache ich das jetzt auch immer. Also das funktioniert super. Ja, das ist Wachs. Genau genommen ist das, ich glaube, zu 3 Teilen Bienenwachs und zu 7 Teilen, wie heißt das Zeug nochmal? Künstliches Wachs halt. Das macht man deswegen, denn wir haben jetzt theoretisch ein Pickup gebaut, aber praktisch kann der Draht sich bewegen. Und wenn wir beweglichen Draht haben, dann haben wir nicht nur ein Pickup gebaut, sondern auch ein Mikrofon. Und da gibt's dann so tolle Effekte wie, ich schreie die Gitarre an und der Verstärker schreit zurück. Oder ich stehe neben dem Verstärker und ich bekomme Feedback. Und kein positives Feedback. Ja doch, eigentlich ist es positiv. Naja, um das zu verhindern, weil wir das nicht wollen, tunkt man die einfach in ein Wachsbad. Und die lässt man dann einfach so lange da drin liegen, bis keine Blasen mehr hochkommen. Dann hat sich das Wachs in die Zwischenräume gesetzt, rausziehen, trocknen lassen und perfekt. Und man nimmt eben Bienenwachs und künstliches Wachs, weil dieses künstliche Wachs, das wird halt sehr spröde.
Und das Bienenwachs fängt sehr früh an zu schmelzen. Und wenn man die beiden Wachsorten miteinander verbindet, hat man halt eine gute Kombination, die einfach, die hält einfach. Die ist nicht zu spröde, die schmilzt nicht zu früh. Mir hat auch mal irgendjemand, hat mich mal gefragt, warum ich das nicht mit Epoxy mache. Es ist einfacher, mit Bienenwachs damit zu arbeiten. Ich kann das nachher auch wieder einschmelzen. Ich kann es, also wenn irgendwas schief geht oder so, das macht man seit 50 Jahren so und das macht auch Sinn, das so zu machen. Also das hat keine Nachteile irgendwie gegenüber Epoxy, die ich jetzt feststellen könnte. Also es funktioniert super und riecht toll. Ja, und dann sind die Spulen fertig und wenn man irgendwie jemanden kennt in der Aachener Linux User Group, der zufälligerweise im Forschungszentrum Jülich arbeitet, kriegt man die auch durchgemessen. das ist jetzt so ein Bode-Plot vom Pickup 1 und Pickup 2. Da sieht man auch schön die Resonanz bei, ich glaube, das müssten so ungefähr 6,5 Kilohertz sein. Und DC haben die 13,2 Kiloohm. Das ist eine relativ hohe Impedanz, ja. Ist halt auch echt viel Kupferdraht. Und 8,5 Henry. Und das ist kein Schreibfehler, das sind Henry, keine Milli, Mikro oder sonst, wo man öfter mit zu tun hat. Eine Spule, die so viele Wicklungen hat, hat dann auch verdammt viel Induktivität. Ja, damit haben wir die Elektronik auch noch fertig. Kommen wir zum Finish. Irgendwie 90% der Arbeit gefühlt. Denn finde ich, also die Gitarre spielt sich jetzt schon super, die klingt auch klasse. Aber aussehen, da kann man noch was dran machen. Das ist eigentlich so der Prozess. Und man findet sich da immer wieder. Also man kann ihn sogar noch erweitern. Es gibt irgendwie einen, der hat mal gesagt, wir nehmen ein Stück Holz, wir schleifen so lange, bis es die grobe Form einer Gitarre hat und dann schleifen wir noch ein bisschen weiter. Genau, also ich gehe da jetzt mal durch. Man schleift dann halt relativ viel, sprüht Eier, vorher noch die Poren verfüllen, denn so ein Holz saugt halt richtig viel auf. Und je nachdem, was man für ein Holz hat, hat das sehr offene Poren. Da will man einfach noch so ein Spachtelmaterial eintragen. Dann braucht man zum Lackieren eigentlich so eine Booth, also so einen abgeschlossenen Raum mit Absaugung und ordentliche Spray-Methoden da. Und das muss man auch irgendwie erstmal hinkriegen und ist total aufwendig. Und dann stellt man irgendwie fest, dass Fehler drin sind. Also das Bild in der Mitte ist der Horror, wenn man sowas schon mal gemacht hat, weil dieses Bild bedeutet, ich darf alles wieder runterschleifen. Alles. Und von vorne anfangen. Genau, und dann am Schluss schleift man nochmal irgendwie so mit 1000er, 4000er, 6000er Schleifpapier und dann kommt so ein Polierpaste und dann wird halt poliert und dann sieht's gut aus und da hatte ich keinen Bock drauf. Also das war mir einfach zu viel und es gibt bessere Methoden, um ein schönes Finish zu erzeugen und vor allem Methoden, wo ich viel mehr selber machen kann. Wachsöl ist das Stichwort. Also ich habe Kanuba-Wachs genommen. Kanuba-Wachs findet man hauptsächlich in hochwertigen Autolacken. Denn das ist ein Wachs, das bildet sich auf den Oberflächen von Palmblättern. Und das ist das härteste Wachs, was in der Natur vorkommt. Unter anderem findet man das auch auf M&M-Beschichtungen. Also es ist theoretisch essbar in kleinen Mengen. Und Bienenwachs dazu, einfach um das Ganze noch ein bisschen leichter zu bearbeiten zu machen. Leinöl. Einfach, damit es tiefer in die Poren einzieht und auch noch Leinöl verleiht Holz auch immer einen schönen Glanz. Und als Lösungsmittel Terpentin-Balsam. Und da gibt es so zwei. Also es gibt Terpentin findet man meistens als so ein Schweröl-Destillat. Das ist ganz fieses Zeug. Terpentin-Balsam ist destilliertes Harz von ich glaube sogar derselben Palme, wo dieses Kanuba-Wachs von kommt. Und Terpentin-Balsam ist immer noch fies, leicht entzündlich. Leinöl übrigens auch. Leinöl hat auch die Eigenschaft, dass es spontan in Flammen aufgeht. Und also wenn man so Lappen hat und damit gearbeitet hat, dann sollte man die wirklich draußen irgendwie im Kies trocknen lassen und nicht in den Papiermülleimer schmeißen. Und der größte Teil des Finishes ist wirklich dieses Terpentin-Balsam, weil das einfach das Lösungsmittel ist. Das verdunstet auch nachher wieder komplett raus. Aber da brauche ich viel von, damit es schön flüssig ist. Damit es tief in das Holz einzieht. Denn bei so einem Finish entsteht die Festigkeit nicht dadurch, dass die obere Schicht, also der Lack, die Spannungen aufnimmt und fest ist und mechanische Beanspruchungen aufnimmt, sondern hier arbeitet das Holz mit. Also hier sind
das zieht dicht, tief, dicht ins Holz ein und verbindet das Holz mit diesem Wachs. Und dadurch entsteht halt ein sehr robustes Finish. Genau, das Ganze wird auch wieder im Wasserbad eingekocht. Da dann ein bisschen aufpassen, weil diese Dämpfe sind halt auch irgendwie leicht entzündlich. Und ich habe festgestellt, dass es Sinn macht, es zu schütteln, so eine halbe Stunde, bis es abgekühlt ist, weil sonst setzt sich der Wachs außen, das Wachs außen ab. Das ist auch irgendwie ein bisschen uncool. Mir hat auch mal einer gesagt, man könnte das auch einfach stehen lassen und warten, bis dieses Lösemittel das Wachs komplett aufgelöst hat. Ja, wäre, fand ich, auch eine Möglichkeit gewesen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Genau, und dann trage ich es auf. Also anstatt immer wieder abzuschleifen, zu lackieren, irgendwie mit Farben lackieren und so. Ich gehe einfach hin und ich fange bei 40er Schleifpapier an, einfach um nochmal grob nachzumodellieren. Dann gehe ich zu 80er Schleifpapier, zu 120er, 240er, vielleicht noch 320er. Dann kommt Nassschleifpapier, also 400er, 600er, 800er und 1000er. Und zwischen jeder dieser Stufen, und diese Stufen, da gehe ich manchmal mehrmals drüber, aber jedes Mal, wenn ich mit einmal Schleifen fertig bin, kommt so eine Schicht Öl drauf. Und der Effekt ist einfach, es nimmt das, was ich dort abgeschliffen habe, den Holzstaub, und trägt den in die Poren ein. Und dadurch habe ich eine automatische Verfüllung und also einen automatischen Porenfüller. Ich verfülle das Holz mit sich selber und es zieht immer tiefer ein. Ich trage halt beim Schleifen immer wieder die oberen Schichten ab, trage wieder ein, trage wieder die oberen Schichten ab und so kriege ich wirklich einen super Finish hin. Und nach 20 bis 30 Schichten kriegt das dann wirklich so einen Glanz wie ein Lackfinish. Aber mit komplett natürlichen Mitteln und mit einem Verfahren, was ich halt in meinen normalen Schleifprozess mit rein integrieren kann. Ja, und damit ist dann wirklich die Gitarre komplett. Und wenn das Wetter im Schlossgarten schön ist, sieht sie so aus. Und genau, damit bin ich durch. Baut mehr Gitarren. ich weiß nicht, wie wir in der Zeit liegen. Ich glaube, ich bin unter einer Stunde durchgekommen. Wow, ich war fix. Dann können wir noch eine Fragerunde machen. Gibt's Fragen? Also ich selbst hätte vielleicht noch mal eine Frage. Ja. Du hast von Restfeuchte gesprochen. Wie misst man die denn? Oder ist das so eine Schätzung? Also ich glaube, es gibt so Messgeräte, die man dann eintreiben kann. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Das weiß ich nicht genau. Oder also wenn du das selbst machst, kaufst du das dann einfach, das Holz? Ich kaufe das. Okay, gut. Also es gibt Holzhändler, die gucken auch nach Holz, was für Gitarrenbau geeignet ist. Ja, also da habe ich noch einen Slide mit Ressourcen und ganz unten Nebelheim Tonewood. Das ist jemand, der zieht halt durchs Land und der guckt dann wirklich nach Holz, was dafür geeignet ist, also was keine Fehler hat, was die richtige Restfeuchte hat. Genau. Also ich meine, ich könnte natürlich auch noch einen Baum pflanzen, 30 Jahre warten, dann noch die 5 Jahre warten. Aber soweit habe ich es bis jetzt noch nicht getrieben. Ja, ich glaube, da vorne war noch Meldung. Kannst du noch auf das Mikro? Oder ich wiederhole die Frage, genau. Ja, ich habe nur die Meldung nicht gesehen. Hier. Oh. Da vorne. Ich wiederhole die Frage einfach. Also da gibt es Messgeräte, kriegst du die besser in der Kohle klar, die funktionieren gleichzeitig auf Holz und Stein. Die haben einfach 2 kleine Dornen. Ah, okay. Also die Meldung war, es gibt Messgeräte, die kriegt man im Elektronikladen. Und die haben dann die funktionieren für Holz, für Stein, und die haben so einen Dorn, den trägt man dann in das Material ein, denke ich, genau, ja. Genau. Noch eine kurze Frage zu den Tonabnehmern. Du hattest, glaube ich, ein Bild drauf, wo die Magnete verschieden hoch angeordnet waren. Hat das irgendeine Relevanz für den Klang? War das nur ein Zwischenschritt oder woher kommt das? Ich glaube, das ist ein Design von Fender. Und das ist einfach der Versuch. Also die Saiten haben unterschiedliche Lautstärken, unterschiedliche Klangeigenschaften. Und das ist einfach der Versuch, da so ein bisschen beizugehen. Also da nochmal einen Ausgleich zu schaffen. Habe ich noch nicht mit rum experimentiert. Ich hatte da aber auch noch nicht so gravierende Probleme.
Ja, also soweit ich das weiß, mit den unterschiedlich hohen Stäben ist es so, dass die Pole Pieces. Genau. Und bei den Fendern ist der Radius relativ klein, das heißt, das Griffbrett ist relativ gewölbt. Und um dem entgegenzuwirken, sind dann die Pole Pieces unterschiedlich hoch und in der Mitte weiter außen als außen. Ja, die sind auch noch, also die machen ja nicht diese Form vom Griffbrett nach, ne? Die sind ja auch noch unterschiedlich hoch. Also es gibt viele, die haben in der Mitte sind dann am weitesten oben, die beiden äußeren sind dann so mittig angeordnet und die beiden ganz außen, die sind eben am weitesten unten. Ah, okay, das hatte ich noch gar nicht gesehen, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich wollte erstmal wissen, wie lang, du hast jetzt den Bass vorne stehen, wie viele Stunden hast du da rein versenkt? Und wie viel Gitarren oder Bässe hast du überhaupt gebaut? Ja, die Frage schmerzt. der noch nicht ganz fertig ist jetzt der dritte. Und ja, das ist der, wo am meisten Entwicklungszeit drin steckt. Also da bin ich jetzt mit 9 Monaten und wahrscheinlich so um die 1000 Stunden. Ja. Also sonst kann man so sagen, also wenn ich irgendwas Standardmäßiges baue, komme ich auf 100, 150 Stunden Arbeitszeit. Ja. Was hast du genommen für die einzelnen Griffbretter, beziehungsweise nimmst du da irgendwie ein Elfenbein oder was nimmst du da für Material, um das zu realisieren? Genau, also da nimmt man relativ harte Hölzer, einfach wegen der Beanspruchung von den Seiten, wenn die auf dem Griffbrett sind. Ebenholz ist ganz cool für Fretless, weil das halt auch ein Klangerzeug. Ich habe eigentlich immer Wänge genommen. Und bei meinem ersten habe ich einen Hals aus einem Stück gebaut, ohne Griffbrett. Und da ist der komplette Hals aus, das ist so ein Tropenholz, ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber das ist auch ein extrem hartes Holz. Hast du mal mit Piezo-Abnehmern experimentiert? Also mein Problem ist, ich habe einen A-Bass, der klingt akustisch schön. Ja. Er hat auch eine Elektronik schon drinnen, aber die ist mindermäßig da, die verschiedenen Seiten, ich glaube, je tiefer, desto schwächer klingt es oder irgendwas da ist. Und jetzt, wie ich verstanden habe, wäre eigentlich ein Piezo sinnvollste, weil wenn ich jetzt schon einen klingenden Körper habe, ich den irgendwo abnehmen könnte, dann müsste er eigentlich passen. Mhm. Und wie ist bei dir jetzt gelöst, dass es gleichmäßig klingt in einem nicht analogen, also nicht akustischen Bass? Ja. Hast du Probleme mit verschiedenen Lautstärken, die meinst du ausgleichst du über Elektronik, über Potis, oder ist es bei dir recht gleichmäßig? Das ist recht gleichmäßig, ja. Die Probleme habe ich nicht. Aber wenn du mit Piezos experimentieren willst, ist es relativ einfach. Also kannst du einfach die Piezos, dieses System, was ich da gezeigt hatte, das ist relativ teuer. Man kann sich auch irgendwie bei Konrad oder Reichelt oder so oder DigiKey, was weiß ich, einfach mal ein Piezo-Element bestellen, lötet da ein Kabel dran, geht in den Verstärker und dann klebst es halt einfach irgendwo mal fest und guckst mal, wie der Klang ist. Also das macht auch echt Spaß, damit rum zu experimentieren. Ja, ja, also für Piezo gehen eigentlich ganz gut diese Piezo-Beater aus irgendwelchen Weckern oder irgendwas. Die kann man einfach mit einem Tesa-Band auf eine Akustikgitarre draufkleben. Und das geht eigentlich ziemlich direkt am Verstärker ohne groß. Da kann man also durch den Tesaband kann man das einfach überall draufkleben und kann gucken, wo die beste Stelle ist. Genau. Da du ja relativ viel schleifst, kann ich dir nur die Schleifleinen und Sendingpads von Micromesh sollst du vielleicht mal angucken. Ja. Weil zum einen, dann willst du Schleifpapier aus dem Baumarkt nie wieder von meinem Arsch angucken. Und zum anderen, mit den Sending Packs kommst du hoch bis auf 120.000. Da kannst du dich in sowas wunderbar spiegeln. Oh, okay, interessant. Oh. Ach so, und weil dann ein Schaumstoff hinter ist mit der richtigen Dichte, verteilt der auch den Druck, den du mit deinen Fingern machst. Wunderbar gleichmäßig. Du kriegst keine Dellen, wenn du schleifst. Ja, ich hatte diese Pads schon mal verwendet, um Konturen zu schleifen, weil das halt dann relativ einfach ist. Aber ich wusste nicht, dass sie auch so hoch gehen in die Feinheit. Das ist eine Meldung. Du hattest vorhin bei dem Klangkörper einen gezeigt, der fast von der Akustikgitarre geklaut war. Da war irgendein Dämmmaterial zwischen zwei Holzschichten, oder habe ich das falsch gesehen? Oder nee, was war da dazwischen? Das ist kein Dämmmaterial.
Das Problem ist einfach, wenn ich so extrem dünne Saiten habe, dann brauche ich mehr Fläche, um den Rücken und die Front drauf zu leimen. Und dann nehme ich einfach Holzstreifen und säge die ein, damit ich die besser biegen kann und leime die dann rundherum an, damit ich einfach nach oben hin mehr Fläche habe, wo ich den Leim verbinden kann. Das dient dann zur Verstärkung. Ja. Ja, also ich habe jetzt leider keinen Zugriff auf so einen extrem geilen Maschinenpark, aber vielleicht könntest du ja mal so ein Minimal-Setup sagen, womit man so ein Teil selbst bauen könnte. Ja, also den Zugriff auf so einen geilen Maschinenpark habe ich auch nicht. Abwarten. Ich war noch nicht fertig. Hier kommen Konter aus dem FabLab. genau, also das FabLab. Da gibt es schon einige Maschinen. Also zum Beispiel so ein Lasercutter ist halt praktisch. Und Fräse haben wir dort auch, CNC-Fräse haben wir dort, 3D-Drucker haben wir dort. Was man auf jeden Fall braucht, ist so eine Bandsäge. Da, also hier in Karlsruhe gibt es halt das U-Beds und die haben eine richtig gute Holzwerkstatt. Was Holz angeht, sind wir leider im FabLab noch nicht so gut ausgestattet. Also eine Bandsäge, das wäre noch was richtig Feines. Und ansonsten, außer die Bandsäge und so eine Fräse, würde ich sagen, kommt man echt mit Handwerkzeugen aus. Also so ein Handhobel, so ein Nummer 4 Hobel ist das A und O. Also damit kann man eigentlich schon alles machen. Man muss dann halt auch lernen, das Ding zu schärfen. Dann vielleicht noch so eine Raspel, ordentliche, mehrere Raspeln vielleicht. Ja, es gibt ja auch noch so japanische Ziehsägen, die sind auch noch ganz gut, aber jetzt irgendwie so ein großes Brett spalten, um dann so ein gespiegeltes Top zu haben, das will man damit nicht machen. Da braucht man eine Bandsäge. Ja. Aber damit kommt man schon ziemlich weit. Also gerade wenn man sich die Hölzer schon abgerichtet kauft, also wenn man die Hölzer auch noch selber abrichten möchte, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, noch so einen großen Abrichthobel zu nehmen. Die Dinger sind schweineteuer, die machen Lärm, die brauchen Platz. Also da lohnt es sich dann auch. Also ich habe zum Beispiel, als ich in Aachen gibt es nicht so ein cooles FabLab wie hier in Karlsruhe. Und da bin ich einfach zum Schreiner gegangen und habe den gefragt, ey, ich bräuchte ab und zu mal einfach eine Bandsäge und einen Hobel, kannst du mir da mal ein paar Sachen machen? Dann habe ich dem Zehner in die Kaffeekasse geworfen und dann hat er mir die Sachen abgerichtet. Ja. Sonst noch Fragen? Wenn du sagst, du hast jetzt schon die ersten Instrumente gebaut, wie stabil ist denn dann die Stimmung? Weil gerade diese Art von Bauart ist ja bekannt dafür, dass die Stimmung recht lang hält und meistens dann zum Teil sogar die Seitenalterung irgendwann die Stimmung mit kaputt macht. Wie ist jetzt da deine Erfahrung, wenn man das selber macht und wie lange hält dann so eine Stimmung? Oder? Ja, also ich muss immer ein bisschen nehmen. Also ich habe das Problem ist, ich kann es nicht wirklich vergleichen, weil ich habe eigentlich nur meine eigenen Bässe gespielt bis jetzt. Und ich spiele auch gar nicht so viel. Ich baue mehr, als dass ich spiele. Ich kann so ein paar Jazz-Standards und das war's dann. Ich musste eigentlich nie viel gegenstimmen. Also ich habe öfter dann mal geguckt und hört sich irgendwie komisch an. Aber viel hat sich da meistens nicht getan, ja. Ich hatte aber auch schon mal den Fall, dass oben ein Sattel kaputt war und ich dann wie verrückt versucht habe, irgendwie die Stimmung hinzukriegen, die bunt reinhalten. Das hat nicht geklappt. Und ich hatte auch schon mal den Fall, dass eine Seite kaputt war. Ja, genau. Ja, wer ist das dann? Ja, danke schön.